Servus, liebe Freunde der gepflegten Wasserhandunterhaltung, ich bin Raibu und herzlich willkommen zu einem neuen Video und seht mir den Videotitel bitte nach, aber auch ich wollte einfach mal einen Videotitel mit Clickbait-Inhalt ausprobieren. Aber ihr wisst natürlich schon, worum es wirklich geht, nicht um einen Clickbait-Titel, sondern um den M1A1-Clickbait, in dem wir heute sitzen. Amerikanischer Premium-Panzer, Battle Rating 11.3, ist eigentlich, ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eine M1A1-HC, den wir schon im Spiel haben. Also es ist eigentlich wieder ein Copy-and-Paste-Fahrzeug, das halt ein bisschen gepimpt ist äußerlich und ihr seht das Highlight dieses Fahrzeugs, es ist der Campingstuhl. So, dieses Fahrzeug gab es so auch, also mit dem Campingstuhl drauf, wenn ihr da einfach mal euch auch im Internet nach Bildern umschaut, dann werdet ihr das natürlich auch sehen. Und ja, der Panzer ist halt einfach ein M1 mit einer 120mm Kanone. Ihr habt noch ein IRCM obendrauf, also sprich etwas gegen Raketen. Allerdings nicht gegen solche Raketen wie Hellfires oder so, da bringt euch das nichts. Sondern es müssen, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, ach, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, ist auch egal. Ich glaube, halbaktive Raketen müssen es sein. Auf jeden Fall, es bringt nicht bei jeder Rakete was. Und ja, ansonsten ist er halt eben einfach einem M1A1 Abrams. Wichtig hierbei auch zu wissen, damit ihr euch nicht wundert, er hat kein Kommandantenvisier und er hat auch nur Generation 1 Thermal. Ich persönlich finde Generation 1 Thermal ja so ein bisschen ja schon störend. Man kann damit zwar bei Tag schon aufklären, ja, aber das Kämpfen mit Generation 1 Thermal empfinde ich persönlich doch eher als störend, weil ich finde, die Bildqualität ist da einfach zu schlecht. Aber zum Aufklären, auch bei Taggefechten, ja, kann man es natürlich schon nutzen. So, mal gucken, gegen was fahren wir überhaupt? Gegen Deutsche, Briten, Japaner, Chinesen, Franzosen und Schweden. Okay, spannend. Okay, ich hab's verkackt. Und zwar sauber verkackt. Schön daneben geballert. Ja, richtig gut. Ich bin ja eigentlich kein großer Freund des amerikanischen Top-Tiers, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil man hat irgendwie so das Gefühl, dass man ständig nur verliert, wenn man Amis Top-Tier spielt. Und die Abrams-Panzer an sich sind jetzt auch nicht die besten, finde ich. Also da ist man mit anderen Fahrzeugen deutlich besser bedient von anderen Nationen. Auch die Abrams haben ja wie die französischen Leclercs ja auch vor geraumer Zeit einen Buff bekommen auf 5 Sekunden Reload mit einer Ass-Crew. Und das hilft ihnen natürlich schon sehr, außer gegen die Japaner. Die Japaner mit ihren 4 Sekunden Autoladern, die sind natürlich dann quasi komplett out of range sozusagen. Da muss man halt eben einfach aufpassen und ein bisschen mit der Panzerung halt eben mit dem Reload arbeiten, weil die japanischen Fahrzeuge halt eben kaum Panzerung haben. Aber dafür halt mit ihrer Feuerkraft sehr gut umgehen können und mit den 4 Sekunden ist man halt eben wirklich extrem gut bedient bei den Japanern. Mit den 5 Sekunden hier natürlich auch schon, aber teilweise halten die Abrams eigentlich so gut wie nichts aus, wo man sich eigentlich denken müsste, sie müssten eigentlich was aushalten, aber man hat irgendwie so das Gefühl, sie halten nichts aus. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, der bei den Abrams von den Spielern in Richtung Gaijin mit am meisten kritisiert wird. Aber ja,
Wirklich was ändern tut sich da nicht. So, da hinten habe ich eine Rakete fliegen sehen. Ja, da kommt aber. Gut, kann man dann Geschützverschluss. Sehr gut. Den müssen wir jetzt pushen, sonst haben wir ein Problem. Sonst kann der in Ruhe. Nein, warte, den pushen wir jetzt nicht. Wir nehmen erstmal ihn hier. Und schauen mal, wo er jetzt hier steht. Aber er steht hier vorne in der Kuhle drin. Okay. Das heißt, wir werden hier jetzt mal zurückfahren. Das war jetzt einfach deutlich einfacher, da den Challenger rauszunehmen, weil er halt eben so schön nicht hingeguckt hat. Und wir schauen jetzt nochmal, dass wir hier ein Stück zurückfahren. Eventuell sehen wir den chinesischen Panzer gleich nochmal, wenn er repariert hat. Stellen uns mal hier hin, ein bisschen in Deckung. Mal gucken, da ist er. Er sieht unsere Antennen, schade. Obwohl, guckt er in unsere Richtung. Ja, im Moment guckt er in unsere Richtung. Er hat geschossen, sehr gut, das nutzen wir aus. Jawohl. Lichtschütze. Komm. Na, er hat schon einen kaputten Turm. Gut, lassen wir die mal. Hey, genau in dem Moment, wo wir hier langfahren. Ach. Ja, das ist natürlich nicht gut. Oh, der wird uns hassen. Der wird uns hassen. Aua, 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 aua. Ja, okay, der Gepard kriegt uns natürlich von der Seite, wenn wir hier direkt stehen. Also der Schuss eben gerade auf den anderen, der war ja Zucker, der war ja herzallerliebst. Da jetzt auch gerade gedacht, okay, wow, einfach mal blind reingeholzt. Aber ihr wisst ja, ne, ich cheate ja, natürlich. Kennen wir ja alle. Ja. Spieler in War Thunder, die ein bisschen was können, die sind ja alle Cheater. Gegen so einen Gepard, der euch von der Seite halt in die Wanne reinholzt, habt ihr natürlich keine Chance. Das ist natürlich klar, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Und da uns auch noch den Geschützverschluss rausgenommen hat, beziehungsweise auch den Turmdrehkranz, glaube ich. Oha. So 27, alles klar. Die wird. Oh, da fährt was, da steht was. Hallo! Ich glaube, damit hat er nicht gerechnet. Ah, schön. So, die anderen beiden, die hier rumcampen, das, okay. Okay, da muss ich kommen und ihr bei C durch... Lotsen. Okay, Leopard 2A6 hat den Little Bird vom Himmel gepustet. Alles klar. Läuft bei ihm. Also ich habe jetzt so ein bisschen in der Runde so das Gefühl, es ist halt auch nicht so, wie es normalerweise eigentlich läuft. Also normalerweise laufen die Ami-Runden aus meiner Erfahrung raus im Top-Tier deutlich schlechter. Was eigentlich schade ist, weil die Abrams sind eigentlich tolle Fahrzeuge. Also das muss man eigentlich... so sagen, wie es ist. Die machen eigentlich schon Spaß. Und dieses eigentlich kommt halt nur daher, weil sie halt teilweise so wenig aushalten, in meiner Meinung nach. So, und deswegen ist es ein bisschen schade. Und deswegen spiele ich sie auch nicht so gerne. Aber ich denke, ja, obwohl, stehen eigentlich noch genug vorne. Aber jetzt geht's schon wieder hier ans Spawn-Campen. Und ihr wisst selber, ne?
Beim Spawncampen ist es meistens so, dass die meisten relativ schnell raus sind. Wo schießt er hin? Oh, jawohl. Ja, genau. Das ist nämlich hier wieder so ein Japaner. Muss man aufpassen. 4 Sekunden Reload. Uff, Basse. Alter. Lass mich doch mal in Ruhe, Junge. Da fährt auch noch einer durch. Ah, schade. Nee, es war sogar ein Leclerc. Aber ganz da hinten ist noch einer durchgefahren. Leclerc ist raus. Okay, aber hier ist, glaube ich, noch einer durchgefahren. Ja, so sieht's aus. Machen wir mal was, was wir eigentlich nicht tun sollten. Oh, da unten ist er ja schon. Huch. Schön einmal in die Unterwanne. Munition hatte er zum Glück in der Unterwanne drin. Schnell mal hier. Ah, der ist da hinter dem Hügel. Hm. Kommandant Ladeschütze, Turmdrehkranz. Okay, und nicht nochmal drauf gehen. Komm, Fahrer, wir müssen uns hier wegdrehen. Komm, dreh dich weg, 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 jawohl. Aber wir haben ihn genauso getroffen wie er uns, aber die Runde ist jetzt vorbei. Ah, schaut's euch an. Schade. 2106 Punkte, also ganz knapp noch an der Nuke vorbei. Naja, was heißt ganz knapp? Fehlen noch knapp 400 Punkte. Aber ich denke mal, schöne Runde. Und ich glaube, damit ist über den M1 A1 Clickbait schon alles gesagt. Na, ich habe noch einen 15% Silverlines Booster gerade am Laufen gehabt. 133.000 Silverlines haben wir mitgenommen. Also M1 A1 Clickbait. Ist er den Invest wert? Ihr wisst, ich sage bei Premium-Fahrzeugen immer, das müsst ihr selber entscheiden. Ich denke mal, man kann ihn, wenn man ihn unbedingt haben möchte, im Sale sich schon holen für 50%. Da geht das dann schon. Aber für den Vollpreis, da tue ich mir echt schwer. Also, ich weiß natürlich, dass es viele gibt, die sagen, ist mir egal, ich habe da drauf gespart. Vollkommen in Ordnung, was ihr mit eurem Geld macht, ist natürlich vollkommen euch überlassen. Ich sage und empfehle auch immer, wartet bis zum Sale, wenn die Dinger halt entsprechend reduziert sind. Wenn sie dann zu 50% reduziert sind, dann lohnt es sich bei den meisten Fahrzeugen. Und ja, grundsätzlich ist es halt eben ein M1 A1. Und wie gesagt, wir haben ihn ja quasi schon mit dem HC, nur dass halt eben der Clickbait noch ein bisschen halt eben gepimpt ist hier mit seinem Einsatz, ich glaube, im Irak oder was, hier oben mit dem Zubehör und natürlich dem Campingstuhl, ja. Ja, vom Spielerischen her unterscheidet er sich kein Stück von den restlichen Abrams, die wir schon im Spiel haben. Er ist halt einfach eine Premium-Ergänzung und wenn ihr ihn haben wollt, dann wartet einfach bis zum Sale. Das wäre meine Empfehlung, denn dann könnt ihr wirklich bares Geld sparen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Lasst auch gerne einen Kommentar da, eure Meinung zum Clickbait. Was sagt ihr? Braucht es für euch noch einen Abrams mehr im Deck? Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann drückt auch gerne den Abo-Button durch. Ich freue mich nach wie vor über jeden neuen Zuschauer, der den Weg zu meinem Kanal findet. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Raibun.